So, Hallöchen, ich will mich zunächst mal vorstellen. Ich bin der Ben von All For Motion und ich warte aktuell auf den Olli, den kennt ihr ja bereits, und den Patrick, weil wir werden ein Auto angucken und eventuell sogar kaufen und mitnehmen. Mehr dazu erfahrt ihr nach dem Einspieler. So ungefähr soll der aussehen. Vollederausstattung und so weiter und so fort. Aber der Patrick wird euch gleich mehr davon erzählen, weil der hat so ein bisschen Ahnung. Ja, und da fahren wir jetzt hin und schauen uns das Ding an. Guten Tag, Ben. Das ist der Patrick, von dem ich euch erzählt habe. Hi. So, können wir losgehen? Auf jeden Fall. Sehr schön. Da freuen sich ja schon welche. Ah, ja. Ich weiß gar nicht, ob der Händler sich schon freut, weil der kommt aus Heidenheim. Vorne rechts! Ja, du hast den Schlüssel. Ja, soll ich fahren? Nein, ja, bitte nicht! Gib mir. Ja, Sekunde. Mach mal auf wenigstens. Warte, warte, komm her. Ich geb dem Olli den Schlüssel. Thank you. Thank you. Olli, bist du Multitasking? Ich bin Multitasking. Erklär doch mal ganz kurz, was es mit dieser Fahrzeugkauferei auf sich hat, warum wir denn schon so lange ein Fahrzeug suchen und ja. Also, warum wir so lange ein Fahrzeug suchen, liegt einfach daran, dass ich nicht so entscheidungsfreudig bin. Dass es auch, dass für dich klar war, was wir genau suchen. Also das war so ein bisschen schwierig. Jetzt aber scheint es klar zu werden. Es soll ein Mercedes werden, aber jetzt schauen wir mal, ob das was taugt oder nicht. Oh, und dann gucken wir mal. Aber jetzt, pass mal auf, ich brauche erst mal hier. Was? Geht's da nach Winnenden? Weiblingen. Ja. Durch die Innenstadt. Okay, also fahren wir doch durch die Innenstadt. Ich habe mir das auf YouTube, nein. Maps angeguckt. Und sag, ich hatte recht und fertig. Ich hatte recht und fertig. Also der Olli von All For Motion schaut sich schon auf YouTube an, wie er fahren soll. Ja, genau. Und ja gut, jetzt wisst ihr, warum es so schon ein bisschen länger gedauert hat. Der Olli wollte da schon etwas, was so richtig passt. Und der Patrick wird uns jetzt ganz kurz erklären, was für ein Fahrzeug uns wir heute angucken. Um was handelt es sich denn? Um ein Mercedes W202, eine C-Klasse mit 230er Kompressormotor, weil der Ben ein Auto mit Leistung haben wollte. Also Leistung, aber auf jeden Fall schon ein bisschen mehr als normal. Über 18:30 Uhr. Der Patrick checkt jetzt mal das Fahrzeug. Ist leider schon dunkel. Der hatte keine Sportgetriebe. Der hatte niemals von seinen meisten, die von online den Sportgetriebe gefahren haben, ein bisschen mehr. Schauen wir mal rein, wie so ein Auto halt aussieht. Mit Bonbon auf dem Sitz. Der verliert Kühlflüssigkeit, okay, ja. Dann ist wahrscheinlich der Kühler defekt. Ja, ist okay. Nee, das kann ich nicht. Das sieht ganz gut aus. Ja, das geht. Okay. Ja, gut, soll man sagen. Ist halt ein bisschen älteres Auto, aber scheint zu passen. Öl gemacht, gut Mac Oil. Nichts Besonderes dabei. Auch im hohen Alter noch exklusiv von Mercedes-Benz niedergelassen. Ja, das ist Wahnsinn. Von Heidenheim. Ja. So. Das ist von Mercedes. Die Sound von Mercedes. Ja. Ja.
noch was? Ja, da ist noch was. Ja. An beiden. Da reibt die Stoßstange. Ja. Und hier kannst du gucken? Ja, habe ich gesehen. Batterie ist super, Batterie ist super neu, sieht neu aus. Wir hatten das ja den Wechsel auch. Ja. Ja, mag jemand irgendwas zu trinken? Ja, bitte. Ja, bitte. Was magst du noch? Bring mir was mit, überhaupt, sonst ist es nass. Nein, Fanta oder so. Ich frage, ob die so eine Eimer hat hier. Fanta oder so. Du siehst ja kein Umklappen. Ja, ja. Was kann Umklappen? Das Ding. Hoffentlich nicht, wenn man drauf sitzt. Achso, da kann man durchladen. Ja, ja. Wenn, das ist super für dich. Da kannst du richtig viel Equipment mitnehmen. Voll gut. Ist doch geil, oder? So, wie ihr bereits sehen könnt, sind wir in Waiblingen angekommen und haben uns das Fahrzeug schon so ein bisschen angeguckt und ich glaube, so schlecht ist er nicht, aber ich kenne mich da ja am allerwenigsten aus. Das Fahrzeug soll letztendlich für die Nutzung meiner Person oder durch meine Person da sein, aber es gibt ja immer so ein paar Mängel und Makel, die man durchaus mal besprechen kann. Und wie ihr hinter mir sehen könnt, Kofferraum ist offen und die Motorhaube. Und da wird jetzt mal geguckt, was Sache ist, ob das jetzt alles hundertprozentig sitzt oder nicht. Und ich erzähle euch später mehr. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja, da hört ihr es schon. Wie ich gerade eben, habe ich euch noch gezeigt, dass wir so am Checken sind bei der Garage, bei der Tankstelle. Und unser Kfz-Master hat tausende von Mängeln entdeckt und hat sich dann fast schon körperlich mit dem Verkäufer duelliert, aber wir haben es dann zum Glück noch einmal, wie sagt man so schön, deeskalieren können. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das Thema bleibt Thema Nummer 1 höchstwahrscheinlich. Wird wohl dieses Jahr das Ganze nicht mehr funktionieren. Wir haben noch zwei Monate. Hier nochmal das Video. Um dieses Auto ging es eigentlich. Ja. Aber es bringt halt nichts, wenn Wasser da ist, wo es nicht hingehört, und Öl da ist, wo es auch nicht hingehört. Aber der Händler war fest davon überzeugt, dass alles am richtigen Platz ist und dass jemand mit einer Kfz-Ausbildung weniger Ahnung hat als jemand mit Erfahrung. Ja? Und er ist in dem Fall der mit Erfahrung. Und wir haben in dem Fall jemanden mit Kfz-Ausbildung. Aber besser stehen gelassen als mitgenommen. Scheißdreck da eigentlich. Ja, ihr seht schon, der Olli ist nicht so happy. Die Bilder, die ihr gerade gesehen habt, das ist das, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, bevor wir losgefahren sind. Ja, war wohl nichts. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn ihr andere Videos sehen wollt von All4Motion, dann könnt ihr gleich auf der Endcard nochmal rumklicken. Ciao, bis dann.